nicht gesprungen. Jetzt ist mir ist ungelogen gerade einfach der Controller aus der Hand gefallen. Ja, ich fand's auch sehr windig. Alter, die Straßen, überall der Müll. Überall gelbe Säcke, die rumgerollt sind vorhin. Rum! Können die da nicht schnell reinbrechen? Das juckt auch niemanden, ne? Laufen da einfach weiter. Also ich saß im Bus und muss dann halt auch weiter. Aber ich habe eine Entschuldigung dafür, dass ich nicht aufgeräumt habe. Und unsere Papiertonne ist umgefallen. Aber Dave, ist es nicht besser, auch viel zu tun zu haben? Kriegt man da nicht auch mehr Geld, wenn man viel Arbeit macht? Nee, ist nicht so, stimmt nicht. Weil ich als Erzieher krieg ja nicht viel Geld. Schade, schade. Das tut mir leid, Dave. Oh, das war knapp. Alter, habe ich gerade echt nach links gehustet und habe mir auch die rechte Hand gespuckt. Das ist ja dämlich. Aber dann bist du wie Spider-Man, nur ohne Netz. Dave. Alter, ist doch geil, Seto. Genau das wollen die Leute sehen. Und vor allem hören. Ich hatte so einen Typ, der war gestern in meinem Chat und der hat gesagt, ihm ist sein Hemd weggeflogen. Zur Hälfte. Ihr wisst, was das heißt. Weil du eine Spinne bist, oder was? Vorhin hatten wir einen Run, der echt gut aussah, aber da haben wir dann gegen den Hammerbruder verloren. Der Lümmel. Siehste, Dave hat da Bock drauf. Alter, 2 Sekunden gesaved, Mann! Das war gefährlich gerade. Überall die dummen Pflanzen. Das Level geht mir übelst gegen den Strich, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das war glücklich. Dave ist nicht alt. Dave, hast du schon graue Haare? Ich ja. Oh, ich könnte einfach... Du bist... Was? Du bist 4 Jahre... Oder als... Achso, von Seto wahrscheinlich. Ich habe nichts gesagt. Du keine Haare hättest. Er erzählt den Knetsch, der ist ja fast so schlimm wie ich. So, hier kommt die Stelle, die wir jetzt schon ein paar Mal nicht mehr geschafft haben. Hey Run, wenn du jetzt zu Ende gehst, ne, wäre das richtig töfte. Was sagt ihr zu Knöchel knacken? Also hier so. So Zeug. Ja, das stimmt, Dave. Dass ich die nicht erwische, ne? Macht mich ein bisschen fuchsig. Zwei. Leute, Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht die Ohren kaputt gemacht. Leute, ich will einen Hype hören. Hyper, hyper. Nicht sowas, Leute. Mann. Ich bin jetzt schon wieder genauso aufgeregt wie gestern. Damit hat er nicht gerechnet. Das ist so ein richtiger Marvin-Witz.
Seto, ja. Ich dachte jetzt echt, ich habe verloren. Zeit! Geil! Ah! Oh, super! Toll! Also, vielleicht ist es. Also, ich drücke ja immer Enter erst panisch, wenn ich sicher bin, dass ich die Axt getroffen habe. Vielleicht rechnen sie es mir runter. Vielleicht bin ich bei 5-9, aber... Alter, Seto hat Ehrenmann-Emotes. Das ist ein Geo-Fan. Ich möchte diese Emotes auch haben. Man kann mir mal einen an Sub schenken. Nein. Oh, toll. Das ist ein richtig super Gefühl immer. Wirklich. Da kann ich jedem ans Herz legen, wenn er Speedrunnt oder so. Ey, sucht euch einfach auch nochmal neue Spiele und schafft neue Zeiten. Das macht so einen Heidenspaß. Meine allererste Zeit bei Mario, 953 Versuche jetzt. Oh... Die war so unterirdisch. Und jetzt? Geil! Ich fühle mich auch. Ich fühle mich halt auch nicht schlecht jetzt. Als wäre ich echt gut darin. Gut. Das werde ich so einreichen. Dann bedanke ich mich an der Stelle. Und danke fürs drüber gucken, Herr Admin. Stopp. So, und jetzt? Was machen wir jetzt, Leute?